Ich habe ein Thumbnail gefunden für die Folge. Wohin jetzt? Welche? Ich würde sagen. Guck mal rein, guck mal rein. Unter mir liegt einer. Genau unter mir. Okay, geh mal weg. Hallo, willkommen zurück zu Rast mit Mercury. Hi. Und mir, dem Odi. Wir sind immer noch alleine. Wir haben gerade ein bisschen Aufklärung betrieben und sind da auf zwei Butzen gestoßen. Oh Gott, vor uns ist bestimmt irgendwo. Nee, gut. Sind auf zwei Butzen gestoßen. Eine war so gut wie kaputt. Da werde ich euch noch was einspielen. Wir versucht haben mit der Kettensäge was zu machen, aber die ging zu schnell kaputt. Und dann haben wir noch eine gefunden, die war auf dem Hinweg noch nicht da. Ist aber schon aus Stein, Metall und Holz. Und jetzt haben wir uns den Flammenwerfer besorgt, haben den kurz researched und, nicht besorgt, den hatten wir ja schon, haben den aber jetzt erlernt. Und werden einen kleinen Flammenwerfer-Raid machen. Jo. Ach, ich rede zu viel, ich weiß. So, willst du aufflammen? Ist mir eigentlich wurscht. Ah, es kann eh bloß einer rein, ne? Ja, ich habe zwei Leitern, kein Problem. Okay. Oh, hier ist noch Schwefel, ey. Ah, beim Rückweg vielleicht, wenn wir es überleben. Oh, nochmal Schwefel. Da ist die Butze, okay. Merken oben auf dem Berg. Wenn gut was drin ist, bringen wir es zurück und dann laufen wir danach erst wieder weg zur nächsten Butze. Okay. Oh, nee. Jetzt wird's dunkel. Warte mal kurz, ich baue mal kurz Holz ab, Odi. Hast du Bauplan? Nee. Ich baue gerade. Ja, die Butze hinten haben wir schon geguckt. Da kann man nichts machen. Da ist eine Metalltür drin. Los. Bevor es dunkel wird, ganz. Ja. Willst du von oben rein, oder? Ah ja, oben. Dann müssen wir beide Leitern dran machen. Eine, um hochzukommen und eine, um reinzukommen und wieder rauszukommen. Ja, wenn wir den Bauschrank haben, ist das kein Problem. Ja. Klatsch ran hier irgendwo. Wohin jetzt? Welche? Ich würde sagen... Guck mal rein. Unter mir liegt einer. Genau unter mir. Okay, geh mal weg. Hier ist der Bauschrank drin. Was? Hier ist der Bauschrank drin, glaube ich. In dem Dreieck. Ah ne, halt, Quatsch, nein, das ist die Tür. Wie kann man eine Basis denn so zurücklassen? Ich verstehe die Leute mal nie, ey. Er wird erstmal, denke mal, gleich gegrillt von der Flamme, wenn es runterkommt. Aber wenn der ein Hesmet anhat, der wird auch einiges haben da. Jo, jo, bis. Da ist der Bauschrank. Ey, ist hier auch ein Bauschrank drin, Alter? Ja. Ach ja, wo denn? Ach, da. Ja, nice. Trotzdem. Naja, nichts Besonderes. Ich guck mal rein. Nee. Was hat er denn? Hass? Ah, Low-Grade nehme ich schon mal. 10. Kettensäge. Warte, hat eine Kettensäge gehabt? Ja. Eine Ölraffinerie. Echt jetzt? Ja, Mann, hab ich. Okay. Hast du alles geguckt, Odi? Nein, warte. Okay, guck mal alles schnell. Kettensäge, okay. Ja, wie viel Schrott waren das eben? 607. Ich hab nichts gesammelt, damit du Bescheid weißt. Ja, 607, lol. Los, nimm alles. Ja, nimm alles. Ich lass das hier und das hier. Shit, jetzt wird's dunkel. Hesmet. 745. Oh, der hat eine Leiter. Brauchst du nicht. Also. Kannst du es decken?
Ja, ich suche alles. Du siehst nichts, ne? Was? Siehst du überhaupt was? Wenn ich mach doch mir ein kleines Feuerchen irgendwo schnell. War hier nicht irgendwo so eine Brütze oder so, genau. Zwei Spritzen. Alter, das hat sich jetzt richtig gelohnt, ne? Ja. Oh, guck mal, nochmal zwei Leitern, kannst du auch noch Alter. stacken. Oh, hier drinnen, Metallschwitter. Nehme ich. Die nehme ich auch. Da ist noch ein bisschen Metallschwitter drin. Aber was ist hier drin? Da ist der Eingang. Der 2. Achso, okay. Ich würde die Öfen gern mitnehmen. Können wir gleich machen? Ist das okay? Ja. Gut, dann raus, oder was? Ich kann nichts mehr mitnehmen, damit du Bescheid weißt. Ja, lass uns raus. Mach die Leiter ran und dann raus hier. Nee, keine Leiter. Ah ja, Bauberechtigung, ne? Geht er denn? Geht nicht, weil der da schläft. Kannst den mal umnicken. Ja, warte. Okay, los, zurück. Hat sich sehr gelohnt, wa? Auch definitiv, Alter, 600 Schrott. Die Ja. Ölraffinerie alleine schon. Ja, lass die mal gleich irgendwo hinstellen. Ja. Oder wir erforschen die, keine Ahnung. Mal gucken, was sie Oder? kostet, ne? Man 200. braucht ja, man braucht es ja eh bloß einmal. Alter, guck dir mal an, wie viele NPCs da rumrennen, ey, das ist ja nicht normal. Ja, Mann. Ja, Mann. Geil, Ölraffinerie. Habe ich eben noch gesagt, ey. Guck mal, wie viele Lichter. Ja, Disco. Z, z. Der Doof ist halt nur, vor uns ist einer, zwei. Rechts von uns. Der Ja. Doof ist halt nur, wenn man einmal. Alter. Alter, nicht jetzt. Oh, nicht mit LR. Komm, weiter nach links, weiter nach links. Da ist noch einer vor dir. Der sieht mich sofort. Kommt er mit dem Ja. Licht an, ey? Ja. Ey, guck dir das an, was da vor unserem Putzer rumrennt. Auch welche. Naja. Ja, doof ist halt nur, wenn man sie anschießt, dann machen sie Licht aus und dann sieht man gar nichts mehr. Ja. Aber die sehen ein. Das ist dann, Nicht vorteilhaft für uns. nee, was macht er denn da? Unser Kollege da spielt mit Licht rum irgendwie. Alter, wie hier alles blinkt, ey. Ey, der hatte einfach 600 Schrott. Ja, heftig, ne? Krass. Deswegen hat es schon gelohnt. Ja, fehlt dann voll. Oh Gott, volle Putze ist einer. Bist du drin? Bin ich jetzt hier Nein. rausgegangen? Wo, hä? Ah, hier. Mein Gott, mach bloß mal Licht an hier. Sehr schön. So. Ja. Gut. Schrott hast du, musst du wegpacken? Ich bin voll. Ja, dann pack weg, ihr müsst. Ölraffinerie kommt da ich rein. hab, wir haben die Leiter vergessen. Fuck. Ich hab dir gesagt, die Leitern. Nein, ich meine, die wir gesetzt haben, da eben. Ja, Um komm, raufzukommen. Rückweg machen wir sie nochmal. Wir müssen ja eh noch mal hier lang. Ja. So, ich hab zwei Hess mit noch. Die waren da. Ja. Guck mal, wie viel Gear, Alter, 10 Stück haben wir bekommen. Schießpulver. High Quality. Noch mehr High Quality. Die Ölraffinerie, wohin willst du ihn setzen? Direkt vor der Hütte würde ich sagen, morgen. Nachher, wenn es warm ist. Alter, Willst was? du die auch zubauen? Ja, ich denke mal, ja. Okay, besser ist. Dann brauchen wir nicht dahin zu stehen, also So, ganz langs stehen. Steine, ja. Metallsplitter. So. 7x45 mal Stoff. Das ist okay. Ja, der hatte auch 850 Schwefel.
Schwefel, sage ich. Schwefelerz, meine ich. Ja. Einen Hammer brauchen wir noch gleich, wenn wir die Öfen mitnehmen. Ja, machen wir kurz einen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. Jo. So, da sind wir wieder. Ab zur Runde 2. Ja. Mein Zelt, dürfen wir nicht vergessen, da waren noch zwei Schwebesteine und ein Steinstein. Aber Steinstein. ich habe keine Picke, ne? Ich habe auch keine Picke. Ich glaube, der hatte eine bei gehabt. Ja, können wir mal gleich gucken. Jetzt wird es natürlich dunkel wie im Bärenhintern. Also links oder rechts lang? Ich gehe gerade links. Ich glaube rechts gerade. Da unten ist die Base. Ah, Mist. Na, ja, fuck. habe ich gehört. Alter, man nicht, sieht nichts. Naja, es wird aber schon hell. Die Straße ist komplett voll. Ja. Ah, ich bin schon bei der Base. Okay. Ist drin. Da haben wir noch Nähzeug. Das nehmen wir noch mit. Die Steinbarrikade können wir vielleicht auch mal gebrauchen. Bisschen Fleisch, Wasser. Das können wir schreddern. Die können wir auch be benutzen. Oder so. Knochenpfeile. So, Picke habe ich. Okay, die Öfen waren noch voll. Wenn sie leer sind, sag Bescheid, dann pick ich sie auf. Jetzt. Und die Lampen nehme ich mit. Ja. Es kommt ein Airdrop, ey. Sag jetzt nicht, der kommt hier da über uns rüber, ne? Hier ist noch eine Thunfischlampendose. Kannst du die aufheben? Wo? Direkt auf der, hier, auf der Leiter. Treppe. Achso. Warte mal, warte mal schnell ab, ob der noch wirft hier. Ja, ist die Frage jetzt, ne? Machen oder nicht machen? Ich meine, verlieren können wir nicht viel. Guck mal hier, kannst du das mal alles nehmen? Das noch. Das und das noch. Was meinst du? Der hat der hier abgeworfen? Ja, guck doch. Wir müssen nur in unsere Richtung wieder. Direkt bei uns an der Base. Scheiß drauf, Odi, oder? Echt? Hey, wo ist, hast wo du? Ist die Leiter? Achso, Ja, hier war hier die. Okay. hinten. Also willst du nicht machen, oder was? Lass den kurz raiden, den Typ, weil die anderen sind abgelenkt. Oder ist mir egal, Udi, wie du Komm, willst. wir holen uns den Airdrop. Okay. Ich bin heiß auf eine richtige Waffe. Soll ich mich... Ich bin komplett voll. Ja, ich kann looten, ich kann looten. Ich will diesen Airdrop haben. Der ist einfach mal zu präzise bei uns da. Das können wir uns nicht immer entgehen lassen. Da werden die unsere Jungs auch wissen, dass wir da sind, weil es ist direkt an der Base von uns. Ja. Das war ein Zapli. So, Ende. Weg da. Oh ja, die holen wir uns. Was ist denn für eine Butze da? Achso, das ist ja. Okay. Unsere? Nee, ist nicht unsere, das ist die von. Haha. Ist doch unsere. Pass Ja, ich auf. meine da rechts, die rechts, ja, ich. Oh. Gut. Die ist bei unserer Base, krass. Ja, Mann. Voller NPCs überall, okay. Ja, es ist nervt einfach nur ab, ey. Na, dann gehe ich mal kurz rein, ja? Ja. Hast du was? Irgendwas noch?
Ich kann dir was hinwerfen, oder? Oder du gehst mit rein kurz, weil ist ja hier sofort. Nee, ich will Präsenz zeigen. Ich will Präsenz zeigen. Ah, guck mal, die sind auch schon da. Hallo. Ja. Hallo. Den Wappenrock schon gefunden? Was? Ob ihr den Wappenrock schon gefunden habt? Nee, haben wir nicht. Wollt ihr auch zum Air drauf? Habt ihr den geworfen? Ja, das ist unser Supply. Ach, verflucht doch mal. Jetzt habt ihr uns beim Raiden damit gestört. So eine Kackenwurst, ey. Wir haben aber gerade übelst geilen Rating gelegt, ey. Ein bisschen geflammt und haben auf einen Schlag 600 Schrott gehabt und Was war noch? Was war noch Cooles drin? Aber sonst was Neues, Besonderes habt ihr noch nicht gefunden, ne? Nee. Nee. Nur die HQ-Platte halt noch letztens, ne? Die HQ-Brustplatte? Ja. Ich hab die Gesichtsplatte. Oh, ja, super. Das passt doch. Die MP5 habe ich vorher noch gefunden. Oh, nice. Habe ich noch gefunden. Ja, Kaffeedosenhelm hatten wir ja so noch. Dann haben wir die Metal Shield Brustplatte haben wir auch. Aber der Rock fehlt halt noch. Ansonsten haben wir ein komplettes Set eigentlich. Ah, okay. Super. Wissen wir Bescheid. Ja. Irgendjemand raidet hier übrigens in der Umgebung. Seid ihr das gewesen? Nee, ne? Pass auf. Nee. Wir sind voll über die ganze Karte geroamt. Wir sind bis nach F8 rund hochgelaufen. Das Airdrop zu holen wegen der blöden Turrets. Und habt ihr sie? Ja. Schon aufgestellt. Ihr habt noch einen Airdrop. Noch einer? Ja, das ist aber doch nicht von uns. Mercury, siehst du das? Ja. Aber der hat noch nicht, oder? Nee, noch nicht. Glaube nicht, nee. Wie lange macht die heute noch? Wie viel Uhr haben wir? Würde ich das sagen in der Aufnahme? Okay, willst du nicht. Nee. Ich guck selber mal eben. Oh, Stunde ungefähr noch, aber dann ist wirklich Schluss für mich. Okay, er hat geworfen. Ja, aber... Er ist mega weit weg, Alter. Mhm. Ja, obwohl. Nee, Udi, ich gehe da nicht hin. Okay. Das ist was? Arsch der Welt. Die Arsch der Welt. Der andere, oder was? Ja. Mhm. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt eine andere Butze. Wir haben vorhin versucht, mit der Kettensäge mal zu raiden, ne? Ja, das macht so viel Schaden nicht. Nee, überhaupt nicht. Und die Kettensäge kritsch kaputt. Aber Militärtunnel ist schon krass geworden, wa? Ja, das ja, muss ja man echt sagen, ey. Ist ey, schon übel. Ich hab jetzt gerade im Dunkeln, haben wir die Straße über lang gelaufen, ne? Überall NPCs und um unsere Base rum 12 Stück. Ich wollte vorhin noch im Chat geschrieben haben, Udi, guck mal aus dem Fenster, Alter. Da standen bestimmt 10 oder 12 Stück. Alles am Leuchten, richtig Disco, Alter. Hat der auch gesagt. Aber nichts. Shut das aus bei mir. Ah, okay, deswegen hast du vorhin nicht reagiert. Ja. Wieso hast du denn geschrieben? Nee, vorhin sind wir raus, weil wir roamen wollten. Und dann hat einer geschossen und ich habe auch geschossen. Dann schießt der andere wieder, dann habe ich wieder geschossen. Dann schießt der andere zweimal, dann habe ich wieder zweimal geschossen. Ich so, Udi, hahaha. Und ich dachte, das wärst du gewesen. Nee, und dann sagte der Mann wieder, nee, das war ich. Ich so, jetzt sagst du mir früh, warum schreibe ich den Udi dann an, du Blödmann? Nee, ich reagiere nicht manchmal auf Nachrichten, Quatsch, auf Chat, weil gibt bloß immer zu viel Geflame und alles, weißt du? Ja, ist auch richtig so. Aber Pisterbang und so ist auch wieder hier, wa? Mm. Hat noch nichts wegen uns gesagt. Es sind viele Mongos. Viele Mongos sind hier wieder drauf. GZC. Drauf. Oder so, wie die GZC. Hier die Exempel-Spinner da. Die kamen ja alle an, als wir die dicke Base da hatten mit den 3,8 Millionen Steinen, die wir gebaut hatten vor zwei oder drei Monaten. Ja, bei der Base gleich. Ich höre zu, DK. P23. Alles gut. Ne? Die ist bei P23 unten links. So. Kann ich einmal schießen? Nee, gut, brauchst du nicht. Ich switch wieder rüber, weil wir hören uns dann. Wenn irgendwas ist, müsst ihr euch melden. Okay, jo, bis später. User left your channel. Ich würde gerne mal ein Holz-Raid machen mit Shotgun Brandmuni. Das würde mich haben wir die? Nee, leider nicht. Die habe ich bei den E&R-Drop habe ich sie liegen lassen, um schnell abzuhauen mit der Thompson, aber hat ja nichts gebracht. Ja. Da oben ist Alter, ich warte schon ewig. 3 Jahre. So. Renn los. War oben Holz? Keine Ahnung, brenn unten durch, ist ja eh schon angehittet alles. Oben ist Metall und Stein. Ich hab ein Thumbnail gefunden für die Folge. Arschloch. Warum? Das ist doch nicht schlecht. Der Bild sieht voll geil aus, wie du da reinsprayst. Ich glaube, du weißt nicht mehr, was Thumbnail ist, kann das sein? Doch. Ich dachte, du hast, als ich mich verletzt habe eben. Nein.
Soll ich das im Dunkeln als Bild zeigen? Was? Wie soll ich denn das im Dunkeln zeigen und sehen? Ich glaube, du weißt nicht, was ein Thumbnail ist. Ein Thumbnail ist... Ist das, das Bild. Genau, vom Video. Ja. Ja. Was soll ich da im Dunkeln zeigen? Geräusch? Geht doch ja nicht. Achte nur noch. Oha. Hier ist gar nichts. Ne, das war einmal umsonst. Für hohle Nüsse. Aber die Decade, ne? Ja, na, der Bauschrank ist weg, ne? Guck mal, hier. Ja, der Bauschrank ist weg. 100. Ja, klar, schubst du schreiben. Thumbnail. Hab ich so, gar nicht. 137. Ja, bringt nichts. Das ist bloß der Eingang hier, da wird ein Stein. Die haben schon leer gemacht, den Jungen. Sollen wir mal ein bisschen weitergehen, oder? Noch weiter? Ne, ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück, machen die Steine noch weg da, die zwei Schwebesteine und dann ist gut. Okay. Das ist perfekt für eine Folge. Ich überlege, ob wir durchlaufen einmal. Ach, na, kein Bock. Nehmen wir die Sulfursteine mit. Ja, na klar. Die waren doch da oben auf dem Berg. Ja. Bisschen nach rechts. Ich habe keine Picke. Ich habe eine von denen. Einen, den wir da kalkuliert haben. Und, wann willst du die Ölraffinerie hinstellen? Ja, wir können ja gleich mal hier so ein, was ich, so ein, was brauchen wir dann? 3x3, ne? Brauchen wir eigentlich, damit es in der Mitte rein kann. Nee, Udi. Wenn du das machst, dann, musst du extra eine TC hinstellen. Wieso, wenn wir direkt an der Base ranbauen, das Teil? Ja, das geht. Ja, hab ich doch vorher. Hast du den später? Nee. Aber wo war denn das? Das war doch hier. Hier ist ein Metallstein gewesen, genau. Den mich auch erhält. Kannst du ja mal Ausschau halten, vielleicht ist ja, das ja. Ein Ding. Hier unten ist eine Base. Hm? Okay, die wir geradet haben, sorry. Also, Mercury. Geh mal hier rechts gucken. Ja. Ha, komisch. Wird einer weggefarmt oder wir sind falsch? Ne, halt hier, hier oben. Muss es gewesen sein. Und? Oder nächste Berg vielleicht? Was? Der nächste war es, glaube ich, ne? Weiß nicht, Udi. Kann sein. Ich sehe dann Schwefelstein auf jeden Fall, aber das ist nicht den, den ich meinte, aber trotzdem nehme ich auch mit. Hinter der Base, die wir geradet haben. Ja. Hier liegt ein Schlafsack. Hm. Okay. Ja, ja, an den nächsten Berg war das. Hast du die 556 Munition erlernt? Nee, ne? Hatte ich als sinnlos erfunden, weil halt noch nichts da ist an Waffen ja. Oder Turret. Ich freue mich schon aufs Bettchen. Aber erstmal schön herzhaft frühstücken. Schön Toast, Salami, Käse überbacken und dann mit fein scharfen Ketchup. Jetzt, ey. Ja klar. Gehst du erst frühstücken, danach. Danach habe ich so ein schönes Wohlgefühl und dann, ja, dann hau ich mich ein paar Stunden. Hier noch. Ja genau, das waren die zwei Steine und der eine Stein. Hier. Also ist die Base jetzt safe, oder?
Ja. Okay. Ich glaube nicht, dass da groß was passiert. Und die anderen sind ja auch noch da. Klatschen wir noch eine Ölraffinerie jetzt mit ran da und dann lass halt noch durchblubbeln. Ja. Wie lange machst du jetzt noch? Ich weiß, wann gehst du? Ja, Ölraffinerie ranhauen, ne? Dann noch ein bisschen durchbraten lassen. Vielleicht mache ich noch oben eine Etage ran. Okay. Pass auf, dann, rechts. Ja. Oh, das sind auch ein paar. Ey, wir holen uns erstmal jetzt eine halbautomatische, würde ich sagen, oder was? Jetzt? Von DK? Ja, kannst ja rüberflitzen. Ich räume jetzt halt alles ein und dann. Hast du noch irgendwas da, was ich mitnehmen kann? Ja, Flammenwerfer und so. Hab ich Platz? Ja, gib mal her. Nee, falsch. Dann kannst du gleich noch einmal Rüstung mitbringen. Ja, aber ich brauche die Dinger dafür, ne? Welche Dinger? Ja, der will doch bestimmt irgendwas haben dafür. Ach, wir spielen doch zusammen. Da soll man das so haben. Pass auf, oh, ja, rein. Ich sehe schon. Oh, ja. Ja. Das soll sie mal nicht so haben. So, aber erstmal machen wir hier ein Auf Wiedersehen, Gedöns, bla bla bla. Auf Wiedersehen, jo. Mercury. Tschö. Tschüss.